Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren. Herzlich willkommen im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg. Herzlich willkommen beim 4. Chopin-Festival. Also das, ich bin da darüber sehr, sehr glücklich, dass wir dieses Jahr dieses Festival schon zum 4. Mal veranstalten. Es geht darum, dass Sie als Publikum sowohl historische als moderne Instrumente erleben. Also das ist, kann man sagen, das Profil dieses Festivals. Es geht um verschiedene Elemente, sagen wir, in der Kunst. Beim Eröffnungskonzert hatten wir das Theaterstück unter dem Titel Friederik und Friederike. Das war am Samstag, am 15. Oktober. Und da war eine Geschichte, eine szenische Aktion mit Schauspielern, mit Pianisten und auch zwei verschiedene Instrumente. Und also das war ein innovatives Projekt, das war eine Premiere. Ihre Hand spielt, nicht ihr Gesicht oder ihr Körper. Ganz bequem. Fortissimo. Redevenez plus calme. Piano. Wie? Eine Maus? Eine Maus! Wie bei mir hier? Heute das Thema dieses Konzertes heißt Chopin und Bel Canto. Czarny łączyk miał być, czyli się kupić, czego chcieć.
Dankeschön. Und jetzt begrüßen wir Herrn Jani Raczek von Arnim. Dass wir noch viele Chopin-Festivals in dieser Art in Hamburg erleben werden. Vielen Dank. Jedenfalls behauptete Leo, mein Scherzo sei so schwer, dass es niemals meinen Vorstellungen entsprechend gespielt werde. Also lud ich ihn ein, sie vorspielen zu hören, um ihm das Gegenteil zu beweisen. Gott, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Na, sagen Sie nichts. Bereiten Sie das Stück nur gut vor und ich tue alles um meine Gesundheit, um auch dort zu sein. Hm? Merci, Monsieur, dass Sie mich als Ihre Élève aufgenommen haben. Total spannend mit dem Titel von Clementi bis Sibelius. Instrumente sollen klingen, denn dafür sind sie ja gebaut und das ist ja das Interessante. Es ist ja vielleicht auch interessant, sie anzuschauen, aber viel interessanter ist ja, sie zu hören. Und dazu braucht man natürlich Musikerinnen und Musiker. Thank you.